Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Frostpunk, der letzte Herbst. Nachdem wir erneut am Herz des Generators gescheitert sind, sind wir wieder im Spielstand, wo wir das Fundament fertig geschafft haben. Ich werde mal eine neue Strategie probieren, und zwar Häfen ausbauen und mich um die Gesundheit der Bewohner kümmern, bevor ich mich um den Rest kümmere, so ungefähr in der Richtung. Und damit wir hier mal zu Potte kommen, werde ich versuchen, möglichst oft vorzuspulen, nicht so viel zu erzählen und vorzulesen. Das habe ich ja jetzt schon 30 Mal gemacht. Und ja, und es werden Extended Folgen, die länger sind als die üblichen 30 Minuten. Ich hoffe, das ist euch so genehm. Könnt mir ja gerne mal einen Hinweis in den Kommentaren lassen. So, jetzt muss ich mich aber erstmal umschauen. Was wird denn momentan erforscht? So, Aufrüstung für Sägewerke. So, Arbeitslose, drei Ingenieure. So, Lieferung ist bestellt. So, wir machen hier erstmal weiter in normaler Geschwindigkeit. Der Angelhafen muss hier schnellstmöglich umgesetzt werden, nach da hinten. Zwei weitere normale Häfen hin. So, fein raus, Brief aus der Heimat. Wie gesagt, alles hier mal ein bisschen schneller. Standort 120 müssen wir mal wieder raussuchen. Das werden wir gleich auch tun. So, die Forschung soll schneller gehen. Forschung noch schneller geht, baue ich noch eine weitere Werkstatt. Das ist auch was, was ich mir bis jetzt immer geklemmt habe. Wie gesagt, wir probieren mal eine etwas andere Strategie aus. So, Kapelle, Badehaus. So, ich brauche die Bauprofile. Da wird momentan dran gearbeitet. So, was wird hier momentan ran geschafft? Stahl. Die Frage ist, ob ich wie beim letzten Mal Kohle ran schaffe oder ob ich das erstmal sein lasse. Und stattdessen vielleicht nochmal Holz dazu nehme. Das wäre nochmal eine mögliche Alternative. So, wo ist er hin unterwegs? Kleiner Wasserfall, Arbeiterlager. Hier hinten hätten wir nochmal einen See voller Fische. Da werde ich die nächsten Wildbeuter hinschicken, sobald ich die dann erforscht habe. So, hier bauen wir auch mal eine Kapelle hin, hierher. Da können wir auf der anderen Seite noch drei Zelte dran bauen. Und ich werde gleich auch noch eine Kapelle auf die andere Seite bauen. Da brauchen wir aber Stahl dazu. Gucken wir mal, die gängige Arbeitsschicht ist vorbei. Wildbeute eingetroffen. Was ist hier los? Kranke müssen behandelt werden. Ja, wir bauen noch eine Sanitätsstation. Können wir das denn jetzt schon machen? Können wir. Das letzte Mal hatte ich dann Pflegeheime gebaut, aber vielleicht kann ich mir die klemmen mit dem Krankenhaus. Moment, Kapelle gebaut. Ja, Wildbeute. Weiter zum Arbeiterlager.
Ahnung, was ist hier mit dem der zweiten Werkstatt? Die befindet sich noch im Bau. Moment mal, hier. So, dann hier einen. Warte mal, hier einmal hier zwei raus. Sanitätsstation eröffnen. Sehr gut. Versprechen gehalten. Badehaus und Standort 120 haben wir noch einen Moment Zeit. Geringe Motivation. Na gut, das Problem haben wir immer wieder. So, hier alle raus und hier rein. So, den Hafen abbauen. So, hier wird länger gearbeitet. Hier wird länger gearbeitet. Ihr könnt ja eure Wetten auch schon mal in die Kommentare schreiben, ob wir es diesmal schaffen. Mit dem Herz des Generators oder nicht. Wie gesagt, Taktik diesmal ein bisschen anders. So, hier ist eine Sammelstelle. Wo haben wir denn? Hier ist ein Sägewerk. So, Aufrüstung für Sägewerk erforscht. Jetzt schauen wir mal, wo wir hier weitermachen. Lüftungsanlage lassen wir diesmal. So, Rohstoffe, Nahrung und Gesundheit. Mehr Wildbeute möchte ich haben. Brauche ich 10 Stahl dafür. So. Wird weiterhin Stahl herangeschafft. Transport ist angekommen. Keine Obdachlosen nehme ich an. Wenn doch, wird mir das gleich angezeigt. Machen wir hier direkt weiter. Mit nochmal 13 Arbeitern. So, da komme ich nicht umhin, dass jetzt noch einige Einwohner sterben werden. Danach machen wir weiter den Zeichenmaschinen und den Lochkarten. Einmal zum Materialien optimieren und einmal zum noch mehr Materialien optimieren und um das Krankenhaus dann auch bauen zu können. Und wir kommen natürlich hier in allen anderen Bereichen auch weiter. Da schauen wir dann gleich mal. Das mit den Wildbeutern geht relativ flott. So, hier wird noch gebaut. So, was brauche ich denn für die Zeichenmaschinen? 25 Stahl. So, Wildbeuter sind am Arbeiterlager eingetroffen. So, es gibt Überlebende. So, die bringen wir ins Lager. Dann suchen wir erst weiter. So, Statistik besagt. Freie Betten 1. So, bedeutet. Wir brauchen 5 Zelte. Das ist gar kein Problem. So, erstmal so. Das passt schon. Ich bin begeistert. So, brauchen wir gleich noch mehr. So, ein Monat Zelt. Hier alles schon um die Kapelle rum. Auf der anderen Seite bauen wir noch eine Kapelle. So, hier hin. Dann lassen wir die Kapelle auch gleich mal Abendgebete machen, um die Motivation zu steigern. Abendgottesdienst. So, auf geht's. Haus der Kranken. Halt die Infizierten. Schließ das Freudenhaus. Auf Freudenhaus bleibt auf. Halt die Infizierten. Weil, wie schon in der Vergangenheit, wir brauchen die Motivation, die dadurch rüberkommt. Und gleich sind die Wildbeuter fertig erforscht. Ausgezeichnet.
Dann machen wir hier direkt mit den Zeichenmaschinen weiter. Das zieht sich ja einmal komplett durch. Ne, wir machen jetzt erstmal hier oben. So, schnelleres Laden und Ladestation. So, dann geht es hier weiter mit einem weiteren Wildbeuterquartier. So, Wildbeuterquartier. Dann. So, Rohstoffe. Einfacher Hafen. Hier können wir noch einen hinbauen und hier können wir noch einen hinbauen. Einfach zur Materialoptimierung und Maximierung. Und alles, was weiter oben im Technologiebaum ist und hilfreich sein kann, will ich jetzt mal zuerst erforschen. Hier packe ich noch mal einen dazu. So, dann brauchen können wir nämlich hier die Sammelstellen auch zumachen, sobald wir hier Lader haben. So, Wildbeuterquartier ist im Bau. Sagen, das schaut gerade alles ganz gut aus. So, die Zelte werden wahrscheinlich auch rechtzeitig fertig, bevor die neuen Arbeiter da sind. Das ist auch gut. So, das Sägewerk außer Betrieb, weil keine Rohstoffe mehr in Reichweite. So, hier muss irgendwo noch ein Sägewerk sein. So, hier können wir noch eins hinbauen. Einfach weil ich da jetzt auch keine Straße bauen muss. So, wir können ein neues Gesetz erlassen. So, wir müssen erstmal das Gesetz dafür einführen. Für das Badehaus. So, wir bauen eins. Ohne Kohle können wir da allerdings auch nichts. Nicht in Betrieb nehmen, aber ich glaube, es reicht trotzdem eins hinzubauen. Bin mir relativ sicher. So, Wildbeuterquartier. Geben wir mal richtig Gas hier. So, Wildbeuter. So, die können wir direkt wieder losschicken. Zum kahlen Hügel. So, jetzt 20 Holz brauche ich, um noch mehr Wildbeuter und zu bekommen. Wird ja noch gerade irgendwo was abgebaut noch? Wahrscheinlich bekomme ich das Holz jetzt in der Nacht nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, der zweite Wildbeutertrupp wird sich dann um Nahrung kümmern. So, was haben wir hier? Arbeitszeiten? Das Sägewerk muss noch abgebaut werden. So, noch ein Ingenieur. Auch alles mit längeren Arbeitszeiten. Mal gucken, vielleicht reicht das Holz, falls dieses Gebäude hier noch in der Nacht abgebaut wird. Deswegen spule ich jetzt mal absichtlich nicht vor. So, Motivation ist über dem notwendigen Balken. So, schnelleres Laden. Da kommt die Ladestation. Dann nehmen wir direkt die Zeichenmaschinen. Wenn wir die Zeichenmaschinen haben,
Ja, können wir immer noch kein Krankenhaus bauen. Gut, keine Panik. Trotz enormen Zeitdrucks. So, statt dass ich jetzt einen Hafen für Kohle nehme, gehe ich jetzt her und sage, der bringt mir Holz. Wer bringt mir Holz? Der zweite, wenn er fertig ist, bringt mir auch Stahl. Die Kohle brauche ich eigentlich erstmal nicht so. Das Badehaus ist fertig. Aber ich kann es. Warte mal, ich schalte es kurz ein. Geht nicht. Okay, wir brauchen ein bisschen Kohle. So, was bedeutet, wir bauen hier schon mal eine Sammelstelle hin. Ach. Ach, jetzt habe ich das Holz verbraucht. Für was, wofür ich es nicht verbrauchen wollte. Naja, gut. Ein Obdachloser ist krank geworden. Ja. So, komm. Ihr bringt mir Stahl. So, der Weg. So, gucken, dass wir ein bisschen Holz zusammenkriegen. Können wir das Badehaus anschmeißen? Wie sollen wir in so einem Wetter nur in Zelten überleben? Die Motivation fällt mit jedem Morgen. Wir müssen durchhalten. Das ist erstmal so. Oh, schnelles Laden ist erforscht. So, jetzt Wildbeuter. 20 Holz für. So, 20 Holz. So, und ihr geht mir jetzt hier Nahrung holen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. So, Technologiebaum. Jetzt, damit ich gar nicht erst anfangen muss, mit Wegen und mit Sammelstationen anzufangen. So, Ladestation. 20 Holz, 10 Stahl. So, Transport angekommen. 20 Holz, 10 Stahl. Ladestation erforschen. So, warum haben wir denn noch 52 Obdachlose? Kann das denn sein? So, Statistik. Nein, hier. So, 180. So, obdachlose Einwohner. Brauche ich noch 6 Zelte. Hm. Werde ich jetzt hier mal Ingenieure ein bisschen aufrüsten. Kriege ich vielleicht noch was dazu? 7. Machen wir gleich mal 6 Zelte. So. 1.
Jetzt fangen wieder an, die Einwohner zu sterben. So. Ich fange jetzt auch gar nicht erst an, irgendwelche Sammelstationen zu bauen. So, 6. So, Badehaus. Das lassen wir auch mal kurz laufen dann. So, Motivation steigt. Immer weiter, immer weiter, weiter. So, hier das Stahl ist noch abgedeckt durch diese Sammelstation. Bauen wir halt erstmal bauen wir hier eine Ladestation hin. Sobald der Spaß gleich fertig erforscht ist, das dauert nur noch wenige Sekunden. So, Ladestation. Braucht 20 Holz. Okay. Schon. So, kommt hier hin. So, wo machen wir mit der Forschung weiter? So, Rohstoffdepot, schnelles Laden, Ladestation. Mal gucken, ist hier noch irgendwas? So, das nächste ist dann direkt die Zeichenmaschine. 75 Holz. So, Gesetze. Pflegeheim mache ich trotzdem. Pflegeheim mache ich trotzdem. Noch Tote zu vermeiden. Da habe ich jetzt ein paar Tage Zeit. Oh, 26 Arbeitslose. Könnte ich mal hier die Ingenieure aus dem Wirtshaus mal rausnehmen. Damit ich die nämlich Maximum. Packe ich die restlichen mal hier bei den Sanitätsstationen rein. So, gleich haben wir keine Obdachlosen mehr. Juhu. Aber einige Schwerstkranke. Mehr Krankenbetten. Wir können mal im Vorbehalt noch eine Sanitätsstation. So, nochmal gucken. Schutzkonstruktion? Nein. Lüftungsanlagen? Nein. Wildbeuterwagen. Komm, wir machen die immer schnell zuerst. Wir sind die 50% schneller. Das könnte uns später den Popo retten. So, was hier? Keine weiteren Bauprofile werden gebaut. Wie kann ich die denn günstiger machen? Hm, nach der nächsten Stufe mit 75 Holz. Was hier? Moment. Sägewerk. Keine sammelbaren Rohstoffe. Das kostet mich ein neues Sägewerk. 10 Holz. Mal gucken, ob wir die durch den Abbau dieses Gebäudes zusammenkriegen. Der Anfang vom Ende. Planänderung. Sir Telegramm aus London. Die Transportwerke werden schon bald abgeschnitten sein. So. Sämtliche Lieferungen werden in 10 Tagen eingestellt. Die Evakuierung sollte planmäßig am Tag 18 erfolgen. Es ist unerlässlich, dass der Generator bis dahin fertiggestellt ist.
Übel, übel, aber das wussten wir ja alles schon. So, wäre schön, wenn die hier auch mal die Wege fertig bauen würden. So, zumindest wird jetzt erstmal die Ladestation fertig. Das bedeutet, dass es am nächsten Tag ordentlich Holz vor die Hütten geben müsste. Mal gucken, ob das eigentlich die richtige Entscheidung war. Angst verbreiten. Nein, wir ignorieren sie. Die Unzufriedenheit steigt. Gerüchte verbreiten sich über den nahenden Frost. So, 2 Tage im Verzug ist besser als 4 Tage im Verzug, was wir das letzte Mal hatten. Die Anzahl der Schwerkranken steigt. So, es hat nicht gereicht mit dem Holz, um noch ein neues Sägewerk zu bauen. Vorbereitung auf die Kälte. Zeigt es mir. Neue Technologien. Heizen. Das werden wir auch erstmal, wie schon beim letzten Versuch, außen vor lassen. Kann ich denn das Pflegeheim bauen statt dem Sägewerk? So, gleich erstmal das Sägewerk. So, Ladestation fertig. 10 Peoples rein. Sehr gut. Aus Holz kann ich ja auch Kohle machen. Das werde ich auch später machen. Mit dem entsprechenden Holzkohlemeilern. So, mir gehen die Nahrungsmittel aus dem Fischereihafen langsam aus. Aber ich komme ja gleich hier hin, dass ich ein Lager aufschlagen kann. Dann sollte ich zumindest nicht in eine Hungersnot geraten. So, wo sind wir hier? Lager aufstellen. Ein guter Ort für ein Fischereilager. So, habe ich gemacht, oder? Habe ich gemacht. So, Kahler Hügel. So, Standort 120, weiter. Wenn ihr es ein bisschen ausführlicher sehen wollt, ihr findet in der Infobox auch die Playlist, wo ich zig Versuche unternommen habe, den letzten Herbst durchzuspielen. Da erkläre ich das Ganze deutlich ruhiger und lasse mir da mehr Zeit dabei. Jetzt sitzt mir, während ich die Aufnahme mache, allerdings schon die nächste Erweiterung auf Messers Schneide im Nacken. Aber da das die letzte große Erweiterung sein wird für Frostpunk, kann ich mir dann da wieder, naja, nicht unendlich viel, aber doch sehr viel Zeit lassen. Ja, ich weiß, dass mir jetzt auch ein paar Einwohner sterben werden und dass ich dadurch viel Motivation verliere. So, los Arbeitstag. So, also. Sägewerk. So, bauen wir das mal hier hin. So, gleich werden erstmal die Wildbeuter rasend schnell. Das ist etwas, was ich bis jetzt noch in keinem Szenario versucht habe. So, ich muss eine Sanitätsstation und ein Pflegeheim eröffnen. So, machen wir doch erstmal hier das Pflegeheim.
So, was baue ich hier hin? So, was braucht die Sanitätsstation? 25 Holz. Sollte alles machbar sein. So, Wildbeuterwagen sind nun 50% schneller. Das ist ordentlich. So, Eisblätter, Zeichenmaschinen. So, da können wir alles Mögliche noch verbessern. So, hier haben wir aber jetzt erstmal genug verbessert. Wir brauchen die Zeichenmaschinen. 75 Holz. Und das starte ich, bevor ich die Sanitätsstation baue. So, Transport ist angekommen. Brauchen wir vorsichtshalber nochmal einen Dampfkern mitliefern lassen. So, Standort 120. Tja, alles leer und so weiter. Ein tragisches Ende. Es tut mir sehr leid, aber 10 Bauprofile haben wir hier. So, gehe aber trotzdem hier nochmal weiter zum schneebedeckten Hügel, wo ich wieder zurückgehe. Mit 10 Bauprofile bedeutet, ich müsste ja eigentlich nur noch 2 bauen. Das ist aber Quatsch, weil ich muss ja 2 Haltekruste bauen. So, wir können aber nochmal gucken bei den Gesetzen. Jetzt sind wir da ja ein bisschen frei. Hätten wir die Kokainpillen einführen, um die Motivation zu steigern, aber diesmal nicht direkt verwenden, sondern nur für den Fall der Fälle, wenn es mal ganz knapp nötig ist. Unsere letzte Hoffnung, Neuigkeiten aus London. Na klar, ihr könnt auf uns zählen. So, jetzt habe ich gesagt, wir machen weiter mit den Zeichenmaschinen. Mit den Zeichenmaschinen können wir dann die Bauprofile optimieren. Und dann bauen wir die auch weiter. Vorher nicht. So, ich brauche aber jetzt auch erstmal... Boah, Ladestation. 20 Holz jeweils. Dankbarer Vater, Brief aus der Heimat. Gern geschehen. Ihr könnt ja auch auf Pause drücken, wenn ihr das doch lesen wollt. So, Ladestation. Bauen wir jetzt hier noch eine hin. Hier, da unten brauchen wir erstmal keine, beziehungsweise doch, die baue ich gleich auch. 25 Holz. Wenn das einen Dampfkern verbraucht. Das hätte ich viel früher machen sollen mit den Ladestationen. Aber ich denke und hoffe doch, dass mir das jetzt auch noch was bringt. So, das Sägewerk hier ist fertig. 10 Mann rein, gut. Versprechen gehalten, Pflegeheim. So, jetzt kann ich auch eigentlich gleich die Sanitätsstation hinterher bauen, sobald ich 25 Holz habe. Ich hätte echt gerne ein Krankenhaus. Sammelstelle ist außer Betrieb, weil keine Rohstoffe mehr in Reichweite. Okay, abbauen. Wo ist Sägewerk? Außer Betrieb.
Sammelstelle. Außer Betrieb. Die Einwohner sind hungrig. Geben wir ihnen zu essen. 3 Tage Zeit, alle mit Nahrung zu versorgen. Das funktioniert. Es sind nur wenige, die Hunger haben. Ich habe relativ viel Rohnahrung. Da sehe ich jetzt kein Problem drin. So, Sägewerk. So, Zeichenmaschinen erforscht. Zacki, zacki. Optimierte Materialien. 30 Holz. Ja, Dampftauscher gegen Geschwindigkeit. Das könnte mir tatsächlich mal den Popo retten. Ich überlege mir das, ob ich das vielleicht einführe. So, Nahrung und Gesundheit. So, feinmaschig. 10% für den Angelhafen. Das lassen wir. So, was macht das effiziente Sammeln? So, was macht der verbesserte Hafen? So, schneller, weil gleich 2 große Haufen angelegt werden. Ich hoffe, es geht auch so. Dampfsägewerk. Verarbeitet gefrorene Bäume schneller. Wir haben doch gar keine gefrorenen Bäume mehr. So, ich werde den Holzkohlenmeiler mir dann aber dann da noch zu Gemüte führen auf der Stufe. Wo heizen? Was können Feuer stellen? Kleine Wärmezone. Heizkörper. Effizienter Brenner. Zumindest solange der Generator noch nicht funktioniert, ne? Um das zu machen, müsste ich erstmal hier erforschen. Rohstoffdepotaufwertung. Was passiert dann? 50% mehr Rohstoffe. Ist auch interessant. Dampfstation, Dampfladestation. Sammeloptimierung, bababa. Das können wir eigentlich alles außen vor lassen. So, Lochkartenrechner. 100 Holz und 50 Stahl. Würde ich tatsächlich als nächstes machen. Ich will unbedingt das Krankenhaus haben. Halt, gar nicht wahr. Hier, optimierte Materialien erstmal. 30 Holz. So, schneebedeckter Hügel. Holz und Stahl. Jawohl, sehr schön. Eine ganze Menge Holz und eine ganze Menge Stahl. So, und das bringt mich jetzt erstmal wieder so ein kleiner Wasserfall. Weil ich hier keine weiteren Points of Interest habe. Ich gehe auch jetzt keine große Runde. Und dann komm erstmal zurück mit den Materialien. Geht es mit Holz und Stahl nämlich relativ schnell bergauf. Ich weiß, es werden noch viele sterben. Die Sanitätsstation, die wird hier noch gebaut. Ist ja fast keiner mehr im Angelhafen. Was ist denn da los? So, jetzt hier, da Ladestation. Verlängerte Arbeitszeit. Hier noch Leute rein. Da Leute rein. Auch verlängerte Arbeitszeiten. Was hier? Auch verlängerte Arbeitszeiten. Material, bis der Arzt kommt. Zumindest was die Schiffe angeht. Warum das hier mit den Wegen nicht klappt, weiß der Pilz, ne? Oder der Networker, je nachdem.
Grüße gehen raus an dieser Stelle. Auch an alle anderen Freunde und Frostfeaken-Unterstützer. Ach, zwei? Wieso zwei? Hä, eins von zwei? Habt ihr sie nicht mehr alle? Muss noch eine Sonnenstation eröffnen? Es war nur die Rede von einer. Ah, doch gehalten. Ich wollte schon sagen. Hier sieht mal zu, dass ihr im Speisehaus so herzhafte Mahlzeiten. Ja, das lassen wir auch erstmal so. So, Abendgebete. Bis 20 Essensrationen. Voran hier. So, wie sieht's mit Gesetzen aus? Zacki, zacki. Fast forward. So, ich mach mal die Prothesenlieferung, damit ich da gleich noch welche bestellen kann für alle importierten, für alle amputierten. Und ob das den Leuten ein Stück Lebensqualität zurückgibt, steht auf einem anderen. Na gut, nee, doch, das ist so. Für das Sägewerk habe ich gerade keine Leute übrig. Aber vielleicht ist das ja auch ganz okay. Die Bäume kann ich ja später auch noch im Frost abbauen. Ich weiß gar nicht, ob wir bis zum richtigen Frost noch kommen. In diesem Szenario ist es ja immerhin die Vorgeschichte. Der letzte Herbst. Da erwarte ich eigentlich, dass hier durchgehend Herbst ist. Jetzt wandelt das Essen mal schneller um hier. Drei fehlen, kranke. So, sicher in der Stadt zurück mit 10 Bauprofilen, ein Haufen Holz, ein Haufen Stahl. Jetzt fehlen noch 2 Bauprofile. So, wer kann denn drin arbeiten? Nur Arbeiter. So, einer. Okay. Produzierst du denn auch? Schaltet. Tut sich nur gerade nichts. Achso, ja. Nee. Zeit weiterlaufen lassen, Jason. So. Die Wildbeute wieder los. Zum kleinen Wasserfall. Müssen wir mal gucken, also wir brauchen die beiden Gerüste, also die beiden Stützrahmen, brauchen 25 Bauprofile und der Kern braucht 25 Stahlgemische. Dafür brauchen wir aber die Gießerei und die Gießerei müssen wir dann gleich erstmal erforschen.
mal schauen, kann man da noch irgendwas Sinnvolles gerade bauen? Nee, das ist schon ganz okay so. Was haben wir hier? Verzug. So, zwei Arbeiter, ein. Jetzt bin ich wieder 4 Tage im Verzug. Liebe Freunde. Aber jetzt kann ich Prothesen anfordern. Wo ist das Pflegeheim? Wie viele haben wir denn mit Prothesen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Eine Prothese braucht mehr Punkte als ein neuer Arbeiter. Das spreche ich jetzt nicht aus, woran ich da denke. So, Arbeitssicherheit schädlich. Gibt Schlimmeres. Warum hier aber die Wege nicht fertig werden, ne? Das passiert leider manchmal im Spiel. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mal bauen. Straße bauen. Vielleicht mal so. So. Und so. Ist dann vielleicht was? Undankbare Bastarde. Lasst sie streiken. Achso, die wir selbstlos gerettet haben. Jetzt ist optimal. Toll. Also vor allen Dingen, die streiken natürlich zum undankbarsten Zeitpunkt. So, gleich kommt weitere Rohnahrung. Zusatzration. Manchmal klappt's, diesmal nicht. Einen Tag freigeben. Machen wir jetzt einfach mal. Fehler oder nicht Fehler? Ich bin der festen Überzeugung, dass ich mir andere Dinge nicht leisten kann. Das ist natürlich schade, dass ich da jetzt nicht weiterkomme. Aber warte mal, forschen. So, die Gießerei. So, wie sieht es da mit Innovationsprozessen aus? Brauche ich die Lochkartenrechner? Und auch dafür habe ich genug, um da direkt weiterzumachen. Wenn ich das mache, dann habe ich auch das Krankenhaus. Ziehen wir jetzt hintereinander durch. Wie Zeit habe ich denn insgesamt noch? 4 Tage im Verzug, muss fertig sein. Tag 35. Himmel hilf. Aber vielleicht hilft auch einfach ein Klick auf den Abo-Button, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen Dank. So, die Schicht ist vorbei. Aber ich habe ja bei der Forschung verlängert. Und auch bei den Materialien verlängert. Ich werde mal ein paar die Post bauen. So, und zwar 4 Stücker. Wohin? Ganz weit draußen. Dann machen wir mal 1, 2, 3. Hier.
So. Was passiert? Ah, Wildbeuter. Kleiner Wasserfall. Stromschnellen und Stein. Was? Stromschnellen? Geh weiter ins Steingewölbe. Ich würde vermuten, bei den Stromschnellen könnte ich mir für mehr Lebensmittel sorgen. Drohende Hungersnot. Kommt schon, warum schafft er das denn nicht? Ist doch genug Nahrung da. Dann müssen wir jetzt hier leider auch mal die Arbeitszeiten verlängern. Und mal auf schlechtere Rationen umstellen. Kurzzeitig. Ich darf nur nicht vergessen, es wieder umzustellen. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe echt ein gutes Gefühl. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht hatte ich aber auch einfach einen guten Tag vor dieser Aufnahme. Oder es liegt an der tollen Community. Das wäre auch möglich. Wenn ihr die mal kennenlernen wollt, dann schaut doch gerne mal vorbei auf discord.jasondax.de. Da würden wir uns alle sehr darüber freuen. So, was ist in der Nacht? Alles gestartet, was ich starten wollte und konnte. So, Wildbeuter, Steingewölbe. Eine mystische Felsformation. Und dann direkt weiter zur geschlossenen Taverne. Hungrigen läge mir jetzt aber echt am Herzen. Ich muss das mit der dünnen Suppe, ach, das darf ich nicht vergessen, dass ich das wieder ändere. So, Gießerei erforscht. Was habe ich gesagt, womit wir weitermachen? Direkt mit dem Lochkartenrechner. Ja, ich habe gesagt, direkt mit dem Lochkartenrechner. Und dann können wir auch die Gießerei direkt bauen. So. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Thermohülle zusammensetzen muss, brauche ich auf jeden Fall noch Dampftauscher und Stahlgemische zusätzlich nachher. Der Rest ist optional. Ich bin froh, wenn wir es überhaupt schaffen. So, jetzt esst ihr Hungrige. Es ist gerade genug da. Esst, meine Kinder, esst. Eigentlich müsste ich dann erstmal den Innovationsprozess. Ach, und dann hier unten neu entwickelte Vorlagen. Ach du liebe Zeit.
Also es ist fast genauso wichtig, dass mir keiner mehr stirbt, als dass ich hier mit dem Bau mal vorankomme. Das ist beides sehr wichtig. Also wenn das mit den Hungrigen jetzt nicht klappt, dann weiß ich es nicht. Scheinbar sinkt der Versorgungsgrad sogar, statt dass er steigt. So, Metallprofile brauchen. Ach, die brauchen Kohle. Ah, da kommt's. So, brauche ich mindestens 500, brauche ich über 500 Kohle. So, Prothesen und ein Arbeiter. Sozusagen die Begleitperson. Dann machen wir hier nochmal das Sägewerk. Die eine. Achso, es dauert ja jetzt erstmal, bis die mit Prothesen versorgt sind. Warum geht es hier nicht weiter? Weil Lagerkapazität erreicht. Das wird jetzt wahrscheinlich einen Moment dauern. So, Lochkartenrechner sind gleich durch. So, Wildbeuter, geschlossene Taverne, Essensration. Immer her damit. Dann die Stromschnellen oder Eisenbahnschienen. Eisenbahnschienen. Da gab es nämlich irgendwas, was wir brauchen sollten, wenn ich recht erinnere. Wo ist denn hier der Streik auch mal bald zu Ende? So, Lochkartenrechner erforscht. Erweiterte Sägewerkradius. Auch nicht schlecht. Dampfladestation. So, Leute. Es gibt ein Krankenhaus für euch. Essensration. Ich habe ohne Ende jetzt Nahrungsvorräte, ne? Der Versorgungsgrad ist tatsächlich gesunken der Leute. Ich komme jetzt hier zu, dass er was esst. Bevor ich euch Kokspillen wieder ins Essen schütte. Beziehungsweise in die dünne Suppe. So, mal gucken, wie lange mache ich denn am gescheitsten dieses Fast Forward? Etwas über eine Stunde, würde ich sagen. Und mal gucken, ob wir dann bei der nächsten oder übernächsten Folge dann sehen, wie es ausgeht. Okay, mir fällt was ein. Muss ich drüber nachdenken. Ich habe ja noch ein paar Sekunden. So, warum sind die gestorben? Fehlende Behandlung. Wie schon beim letzten Mal die ganze Zeit. So, Eisenbahnschienen. Kleinste Eisenbahnschienen. Ist nichts gefunden. Lagerhaus, drei Gräber. Jetzt gehen wir mal zum Lagerhaus hier. Jetzt haben die ja mittlerweile alles dabei. Boah. Nur Nahrungsmittel. So, Arbeiter. Komm, kriegen wir noch eine Prothese oder irgendwas? Nee.
geht's denn mit euch hier? Die 24 Stunden sind noch längst vorbei. Oder fangen die jetzt mit der nächsten Schicht wieder komplett morgens dann an? So, Gesetze. Ausgabe. Ja, Ausrüstungswartung nach Feierabend machen wir. Unzufriedenheit steigt dauerhaft, aber weniger Probleme am Arbeitsplatz. Das hat mir das letzte Mal schon gefallen. Auch wenn es nur einen Unfall verhindert hat. Das hätte der entscheidende Unfall sein können, obwohl andererseits war auch das wieder egal, weil sowieso vergeigt. Jetzt ist die Motivation ganz weg. Dann nützt es auch nichts, wenn ich Koks ins Essen reinschütte. Aber ich stelle mal wieder um auf normale Ration. Und gleich wird es erstmal wieder kälter. Ja, soweit der erste Teil dieses Fast Forwards. In Kürze geht's weiter. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr auch eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.